Kampf-Upgrades verfügbar. Welches haben wir denn da? Upgrade-Station für die Waffen? Luftgenerator will ich nicht. Dann nehme ich lieber die Upgrade-Station. So. Okay. Was haben wir? Gucken wir mal, was wir für eine Waffe haben. Geil. Wäsch das? Nein, hätte ich gerne nicht, danke. Wow. Das war gerade tatsächlich cleaner als erwartet. Oh mein Gott, das trifft mich hier. Interessant. Nein, tatsächlich. Mit Gerinde bin ich ja nicht. Okay. Sie suchen nach Rauch. Kritische Schocker. Zum nächsten Teleporter weiter. Oh. Okay, der CC von der Waffe ist aber schon insane. Verdammte Axt. Weil, I mean, ich CC die ja eigentlich durchgängig. Hinter mir, okay. Ja, das ist jetzt kacke hier. Ist das hier nur der Dingens? Hier kommen wir so nicht weiter, okay. Teleporter? Sag ich schon Teleporter, ich meine natürlich Fahrstuhl. Ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. So, warte mal, kurz gucken. Ich bin schon nur so hingekommen, ne? Aua! Kleiner Kratzer, nachdem du Nahkampfschaden von einem Nicht-Boss-Gegner in dessen Läden hast, wird dieser abgekühlt. Das hört sich doch gut an. Ja,
Und tschüss. Oh, du bist gar nicht draufgegangen. Okay, interessant. Also du bist nicht explodiert, sagen wir es mal so. Okay, warte mal. Jetzt möchte ich aber da unten nochmal kurz lang. Hier wäre nochmal ein Teleporter. Na gut. Na gut. Dann mal wieder runter. Links oder rechts? Keine Ahnung. Gucken erstmal hier. Ich kann mir da dann gleich noch wieder einen Teleporter. Ah ja, okay. Achso, okay. No need to be there. Hi, warum ist denn hier bitte Gegner im Shop? Willst du mich verarschen? Nimm nur das. Schaden zu erleiden. Oh. Weniger Reichweite, dafür Säureschaden wegen nicht mit. Was haben wir hier? Glitch-Dash. Ah ja, okay, wir können hier auch gleich nochmal. Können wir nicht, weil wir haben nicht genug Monetas dafür. Schade! Gesundheitswiederhersteller. Mit dem war der hatte noch 25. Ne, der hatte auch 35. Na gut. Hm. Geht's uns nicht weiter, ne? Müssen wir da rüber. Zack. Oh mein Gott. Sehen leider nicht als Gegner. Die allerdings schon. Yes. Ah, da haben sich wieder Gegner. Sehr gut. Ich physische Upgrades deaktiviert. Ah, okay. Nochmal Gesundheitswiederhersteller. Ach komm, wenn wir es können. Ich weiß sogar, wo noch einer liegt, theoretisch. Wisst ihr, wie ich das? Wo? Oh fuck, den habe ich nicht gesehen. Abklingbeben. Klingzeilenfähigkeit endet, wird eine Schockwelle Krankenversicherung Spezialtruhen heilen. Nehmen wir das mit. So, meine Fähigkeiten. Okay, wenn die Abklingzeit endet, jetzt endet sie. Zählt ab. Okay, warum auch immer.
man ja aufpassen, ne? Warum ist hier am Ende noch mein Gegner? Ich verstehe es nicht, aber gut. Wieder rein in Eva City. Ja. Keiner. Na gut. Ach, das ist wieder dieser Nashorn-Käfer. Das ist der Rocket Launcher, ne? Macht ja schon um Längen mehr Schaden, ne? Ich wusste es. Ich habe es ganz genau gewusst. Okay, hier ist ein Durchgang. Gut. Okay, der Rocket Launcher hat 3 Aufladungen an sich. Okay. So, hier geht's gar nicht weiter. Na gut. Da unten geht's auch nicht weiter. Also gibt's nichts. Nee, okay. Na gut. Oh Gott. Gerade einmal ganz kurz ein bisschen geschlafen, bin ich ehrlich. Na, ich habe jetzt schlechte Erfahrungen mit diesen Dingern gemacht. Diesen Türen. Kommen wir nicht weiter. Wenn wir hier, können wir auch nicht runter. Ist ja wieder wie vorhin, nicht Idiot. Oh, nothing. Das ist wieder wahrscheinlich. Oh, nee. Engineers run on a very human mix of idealism and short-sightedness. Many of them, when they first created the multiverse, sincerely wanted nothing more than to keep humans healthy and happy. Others were greedy and eager for more resources to extract. Most had some element of both. In both cases, their ambition led them to create something they weren't wise enough to safely maintain. But now that the multiverse is collapsing, there is no time for the engineers to deeply examine what went wrong. They're just trying to salvage and save what they can. Tja. Fähigkeitsrusher. Nach dem Einsatz einer beliebigen Fähigkeit besteht Chance, uns klingt Zeit zu überspringen. Oh, okay. Isolierte Gegner oder mehr Schaden. Das ist gut gegen Bosse. Weil die sind ja meistens alone. Dauerhaft auf 25 erhöht, das ist nehme ich mit, du. Ah ja, guck mal, jetzt können wir uns auch noch mal ganz kurz die... Gern wieder den 150. Oh mein Gott, okay. Nö, das, nee, das passt nicht.
Aua, okay, jetzt möchte ich aber doch nochmal runter. Jetzt können wir ja. Und wir nehmen den Hook gerne mit. Zack, so. Kostet mich 2 Monetas, ist aber nicht weiter wild. Okay, wir haben aber eine schlechte Ability bekommen. Also einen schlechten Zusatzslot, um ehrlich zu sein. Gegen feindliche Waffen getroffen sind auf Feuer gesetzt. Gegner mit einer beliebigen Fähigkeit anzugreifen verursacht schwach. Beschleunigungsfeld, nicht Elite-Einheiten, die dir Schaden zufügen, werden für kurze Zeit hervorgehoben. Schlage gegen hervorgehobene Gegner, um einen Crit zu halten. Nee, wir nehmen das Slowfeld mit. Achso, jetzt haben wir den Gang einfach umgegangen. Okay. Nee, warte, wir sind hier unten noch nicht fertig. Ich gerade sagen, das hätte ich beinahe vergessen. Ja, natürlich. Ja, schade. Ich komme doch gar nicht hoch. Hast du gedacht, ich krieg dich nicht, wa? Arsch mit Ohren, Alter. Ach, du Kacke. Tatsächlich beide erwischt. Das war, interesting. So, kann ich hier runter? Ja. Ich habe da oben ja den Teleporter im schlimmsten Fall. Oh mein Gott, wie weit wollen wir denn bitte runtergehen? Hallo! Ach, das ist halt so lustig. Die brennen und sind vereist. Feuer macht mir aber nichts, ne? Ach, du heiliger, okay. Aber wie komme ich denn da hin? Warte mal, erst möchte ich aber kurz nach unten. Ups, da. Das und tauschen das mal aus. Gut. Alter Schwede, warum ist das denn so rangezoomt? Da mal drauf, ich rauszoomen. Danke. Oh, da hinten ging es noch weiter. Achso, denn da komme ich gar nicht. Da komme ich erstmal gar nicht hin. Da komme ich von der anderen Seite aus hin wahrscheinlich. Okay. Yeah.
Holzhandgelenkskrallen. Unendlich wenig Reichweite und nur ein bisschen mehr Schaden. Nee, das kommt nicht. Ich gehe davon aus, da komme ich jetzt gleich hin. Oh, bitte sei was Sinnvolles. Finde den Ausgang. Armübersteuerung. Naja, wir kriegen halt eine Ability, das ist okay. Komm bitte ein Stückchen ran hier. Oh wait, das ist ein Fahrstuhl. Ja gut. Wenn man nichts hat, Monetas, man nichts kann ausgeben, Monetas, würde ich mal nennen, wa? Jo. Da will ich hoch. Okay, wir könnten Crit-Vamp kriegen. Wir könnten. Mit Crit-Vamp kriegen wir sogar ein Dingens. Was haben wir noch? Gut angelegt. Wenn du noch Verbrauchsgegenstände erhöht, dann nein. Vielleicht kommen wir noch rein. Was kriegen wir denn Schönes? Neues Power-Up. Fügt betäubten Gegnern garantiert kritischen Schaden zu. Naja. Gestorben, das ist gut. Aber muss er hin jetzt wieder nach hier, ne? Oh, okay, weniger Reichweite, Eiskurzschwert. Bonusschaden gegen Elite und Bosse. Sorry. 35 Gesundheit oder was ist das? Einfrieren aber alle. Also hier komme ich von hier aus gar nicht rein. Das ist ja irgendwie ein bisschen dämlich, wa? Aber wie soll ich denn da sonst... Oh, okay, wahrscheinlich von ganz unten. Ach, hier sind wir wieder beim Dazwischen. Okay. Das werde ich tatsächlich, glaube ich, sogar diesmal gleich wieder mitnehmen. Die Frage ist, komme ich hier irgendwie wieder hoch? Nee, ne? Och, Alter, der Slow ist halt so broken. Ach, hier geht's sogar gar nicht weiter. Oh, interessant. Barriere, was habe ich denn für unten? Habe ich Frost? Nee, nehme ich lieber den Frost.
Ich habe den Ausgang gefunden. Ach, das dazwischen ist hier der Ausgang. Ah. Oder es ist ein Ausgang und gibt mir deswegen halt den Dingens frei. Okay. Aber wie komme ich hier hoch? Irgendwie muss ich da ja durchkommen. Okay. Kriege ich halt nicht. Das ist aber okay für mich. Habe ich hier irgendwo einen Durchgang übersehen? Nicht durch, definitiv nicht. Na gut, dann sollen wir da nicht rein, würde ich mal sagen. Aber das ist das Einzige, wo ich noch nicht war, ne? Aber da komme ich halt auch nicht rein. Na gut, dann nicht. Und dann mal ab ins In-Between. Staatsfeind Nummer 1 Trophäe halten.